Wissen Sie, was das Schönste an einer eigenen Show ist? Man kann sich liebe Gäste einladen, wie eben diese wunderhübsche Gitarristin aus Kanada. Oder man kann seine Lieblingsmelodien spielen, ohne dass irgendjemand etwas dagegen... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Herr Kuhn! Was ist denn hier los? Kuhn! Kuhn! Sagen Sie mal, sehen Sie denn nicht, dass wir mitten in einer Sendung sind? Tut uns leid, aber es handelt sich um einen Notfall. Hier ist jemand verletzt worden. Ja, das ist was anderes. Wer denn? Sie! Machen Sie sich bequem. Was soll ich denn auf der Trage? Was sollen Sie auf der Trage? Rumba tanzen? Wie sollen wir Sie sonst in den Krankenwagen tragen? Was wollen Sie überhaupt? Was wollen Sie überhaupt? Also diese Pianisten sind von einer Begriffsstutzigkeit. Wir kommen doch wie in Ihrem Unfall. Muss ein Fehler sein. Ja, das ist allerdings ein Fehler, denn es heißt nicht, wir kommen wegen Ihrem Unfall, sondern wir kommen wegen Ihres Unfalles. Meine Frage, machen wir eigentlich Erste Hilfe oder machen wir Grammatik? Aber von mir aus, wir kommen wegen Ihres Unfalles. Genau. Bitte. Aber ich habe doch gar keinen Unfall. Moment. Sie heißen Kuhn? Ja. Dann sind wir hier richtig, legen Sie sich hin. Aber vorsichtig mit Ihrem Knöchelbruch hier. Aber ich habe doch gar keinen Knöchelbruch. Moment, Sie haben einen, hinlegen. Ja, das muss eine Verwechslung sein. Wieso? Schließlich gibt es noch andere Kuhns. Ja. Nein, nein, genau, aber Sie, 33 haben wir und Sie sind der 34. Und jeder 34. hat einen Arbeitsunfall, laut Statistik. Ja, laut Statistik. Mein Gott. Ganz einfach, nehmen Sie hin, Herr Kuhn. Hören Sie doch mal auf uns zu. Also, laut Statistik, ja? Ja. Können Sie genauso gut behaupten, ich hätte rote Haare. Jeder 6. hat rote Haare. Das wäre auch Unsinn. Denn erstens hat nicht jeder 6. rote Haare, sondern jeder 7. Und zweitens geht 34 durch 7 nicht. Und da Sie der 34. Kuhn sind, können Sie nicht der 7. sein. Ergo haben Sie keine roten Haare. Das ist Unsinn. Nein, das ist... Das ist eben kein Unsinn. Das ist eben der Fehler. Das ist kein Unsinn. Das ist Statistik. Ja. Moment mal. Aua, was machen Sie denn da? Ja, ich führe einen wissenschaftlichen Beweis. Sind diese Haare rot? Eindeutig nein. Was zu beweisen war? Die Statistik hat immer recht. Genau. Jetzt passen Sie mal auf. Ja. Wenn Sie nicht sofort hier verschwinden, hole ich die Polizei. Auch wieder Unsinn, die Polizei. Alarmiert die Einsatzzentrale. Die Einsatzzentrale alarmiert die Funkstreife. Die Funkstreife alarmiert die Feuerwehr. Die Feuerwehr alarmiert das Rote Kreuz. Und wir sind bereits da. Bitte. Ich halte das nicht mehr aus. Komm. So schlimm kann das doch mit einem Knöchelbruch auch nicht sein. Legen Sie sich erstmal auf die Bahre, da fühlen Sie sich gleich besser. Das ist statistisch erwiesen. Was heißt statistisch erwiesen? Statistisch sagt man ja auch, jeder dritte Mensch auf der Welt ist Chinese. Sie sind kein Chinese? Sie sind kein Chinese? Also wird... Aha, Chinggis Khan. Ja, ja, ja. Genau, deshalb hat er nicht kapiert, was wir wollen. Wir fliegen, Mr. Khan. Von Notenkleutz. Ja, dann machen Sie mal Ihre Show weiter. Ja. Ach, und jetzt habe ich wohl keinen Knöchelbruch mehr, ne? Nein, ja. Sie haben einen Knöchelbruch, aber Sie sind Chinese. Und für Chinesen sind wir nicht zuständig. Das kann nicht wahr sein.